Wenn ihr in Japan ein Passfoto für einen deutschen Reisepass schießen lassen wollt, müsst ihr eventuell ein bisschen aufpassen. Jo Leute, was geht? Senpai am Start. Senpai doppelt verkatert und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, warum bin ich doppelt verkatert? Und zwar bin ich gestern hier auf diesem schönen Gerät mal wieder unterwegs gewesen. Ich habe eine kleine Fahrradtour gemacht, habe meine Fahrradsaison eröffnet und bin 40 Kilometer gefahren, einmal hoch zum Arakawa Psycho Park und wieder zurück. Ne? Eine kleine, schöne, entspannte Tour, mal so ein bisschen wieder hier in die Gänge kommen, mal so ein bisschen wieder hier die Fahrradskills in Fahrt bringen, ins Rollen bringen. Ne? Und auch wenn jetzt 40 Kilometer, ne, so eine kleine entspannte Tour jetzt nicht so besonders krass sind, wenn man nach langer Zeit halt mal wieder so ein bisschen Strecke fährt auf dem Fahrrad, dann spürt man schon so den Muskelkater, ne? Das ist Kater Nummer 1 und Kater Nummer 2, naja Leute, der Reon, der Kollege vom Tobi, ist gerade wieder in Japan gelandet, ne? Und dann muss man zur Feier des Tages mal einfach mal ein bisschen spontan eskalieren in Shibuya. Deswegen Leute, gestern Abend war lustig, das passiert mir normalerweise nur in Osaka und ja, daher kommt Kater Nummer 2. Aber Leute, es gibt eine gute Neuigkeit und die gute Neuigkeit ist, dass es zwei gute Neuigkeiten gibt. Zum einen, ich habe endlich mal die Zeit gefunden, die Gelegenheit hier dieses Video aufzunehmen, was ich schon seit einer Weile aufnehmen will. Und der zweite Grund, das ist der eigentliche Grund. Ich habe es mittlerweile endlich geschafft, den Reisepass zu beantragen. Der neue Reisepassantrag ist durch und ich warte jetzt auf die Ausstellung des neuen Reisepasses. Es ist unter Dach und Fach, es ist endlich erledigt. Für diejenigen unter euch, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich hatte in den letzten zwei Videos da schon ein bisschen drüber geredet, was das da für ein Drama gab mit dem Termin und so. Um es kurz zu machen, wenn ihr einen Reisepass im Ausland beantragt, ist das alles ein bisschen komplizierter, wie als wenn man es in Deutschland machen würde. Ich lebe ja hier in Tokio, das heißt, ich muss meinen Reisepass erneuern lassen bei der deutschen Botschaft hier in Tokio. Und dazu brauche ich zum einen mehr Dokumente, als das in Deutschland der Fall wäre. Ich brauche nämlich unter anderem die Geburtsurkunde von mir und eine Abmeldebescheinigung aus Deutschland. Das heißt, da brauche ich erstmal ein bisschen Zeit, um die Dokumente herzukriegen. Dann ist es so, wenn ihr einen Termin machen wollt hier bei der deutschen Botschaft in Tokio, ist es im Moment so, dass ihr frühestens einen Termin einen Monat später bekommen könnt. Ne? Ich hatte Ende März einen Termin gemacht, den ich dann aber erst bekommen konnte für Ende April, also einen Monat später. Da kommt dann natürlich noch hinzu, wenn ihr den Antrag dann eingereicht habt für den Reisepass, dass auch das wieder eine Weile dauern wird, denn die Reisepässe werden alle in Berlin gedruckt. Das heißt, der ganze Apparat muss dann erst nach Berlin gesandt werden, dann drucken die da den Pass, schicken das zurück hier nach Japan zur Botschaft und dann gehen auch nochmal Wochen hin. Das bedeutet, für dieses komplette Prozedere hier in Japan einen deutschen Reisepass zu beantragen, das dauert einfach Wochen, wenn nicht Monate und das ist das Problem. So, wie war das jetzt in meinem Fall und warum habe ich jetzt hier zwei Passfotos anfertigen lassen? Ist das nötig? War das nötig? Muss das sein? Was ist hier los? Und zwar hatte ich ja, wie gerade erwähnt, erstmal einen Termin für Ende April machen können. Dann hat sich aber zwei, drei Tage später ergeben, ich habe mal so ins System geschaut, man kann den eigenen Termin umbuchen und ich hatte plötzlich Glück, dass Anfang April ein Termin frei geworden ist, das war der 4.4., das war ein Montag, da habe ich also direkt dann meinen Ende April Termin auf Anfang April umgebucht und habe gedacht, yes, hast einen frühen Termin, geil. Dann muss ich also schnell noch ein Passbild machen lassen, damit ich am 4.4. diesen Antrag einreichen kann. Ich dann also am Samstag vorher, also am 2.4. nochmal hier zum Friseur, die Haare schön gemacht, dann direkt im Anschluss zu einem Fotografen hier um die Ecke und habe mir da dieses Passfoto schießen lassen. Das steht übrigens auf der Seite der deutschen Botschaft. Ich glaube, das hatte ich auch im vorigen Video erwähnt, dass man am besten zum Fotografen gehen sollte, dass diese Fotoautomaten nicht tauglich sind, so wegen der Qualität. So, ich jetzt also hier zum Fotografen um die Ecke und habe mir da dieses erste Foto hier machen lassen. Das fand ich auch ganz cool, das ging relativ fix und die Dame war auch sehr nett und so weiter und ich habe ihr auch so ein bisschen versucht zu erklären, ne, das ist für einen deutschen Pass, das so und so. Okay, dann hat jetzt also dieses Passfoto. So, in der Zwischenzeit hatte mir übrigens auch der Johannes, ne, der liebe Johannes von Japan Japanese Journey, er hatte mir den Tipp gegeben, dass die deutsche Botschaft ihm mal den Tipp gegeben hatte, dass es um die Ecke der deutschen Botschaft einen Fotografen gibt, der sich auch auskennt mit deutschen Passfotos, der das häufiger macht und das heißt, wenn man zu dem Fotografen geht, der macht dann auch ein gescheites Foto, wie es halt auch brauchbar ist für einen deutschen Pass. Der Tipp ist natürlich extrem nice, nur ich hatte jetzt halt das Passfoto schon gemacht und es war ja schon auch am Montag der Termin. Das heißt, okay, war jetzt erstmal nicht so relevant für mich an der Stelle, aber auf jeden Fall gut zu wissen. Dann kam jetzt aber die Absage am Abend vorher, dass der Termin am 4.4. nicht klappt und ja, jetzt hatte ich ein Problem. Ich musste also wieder einen neuen Termin machen
Und dadurch, dass es jetzt schon Anfang April war, war der nächstbeste Termin erst Anfang Mai. Ich hatte also am 5.5. jetzt einen Termin, der halt noch später ist als der ursprüngliche 28. April. Also ich war halt echt so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich eigentlich spätestens im Mai den neuen Pass brauche und dann erst Anfang Mai und dann dauert das Wochen. Das wird halt nicht mehr reichen von der Zeit. Ich also eine Mail an die deutsche Botschaft rausgeschickt, kam keine Antwort. Zweite Mail an die deutsche Botschaft rausgeschickt, dann kam endlich die Antwort. Und dann konnten sie mir am 20. April einen Termin anbieten. Da ist dann wohl wieder was frei geworden. Und ich direkt so, ja geil, nehme ich bitte, nehmen Sie mich rein am 20.04. Das nehme ich perfekt, danke. So, jetzt hatte ich einerseits also nach wie vor noch ein bisschen Zeit hin bis zum Termin bei der Botschaft und andererseits bin ich auch langsam so ein bisschen paranoid geworden, ne? Denn dadurch, dass es mit dem Termin die ganze Zeit so hin und her ging und dann früher, dann später, dann doch wieder und so weiter, dann habe ich gedacht, ey, wenn jetzt am 20. April mit dem Antrag irgendwas schief gehen sollte und ich dann irgendwie erst einen Monat später wieder den nächsten Termin machen kann, dann kriege ich definitiv im Mai keinen neuen Reisepass mehr, dann habe ich definitiv ein Problem. Deswegen war es mir ultra wichtig, dass an diesem 20.04., dass da bloß nichts schief geht mit dem Antrag. Und durch meine aufkommende Paranoia, so nenne ich es mal, kam mir langsam auch Zweifel an diesem Passfoto. Ich hatte auf einmal so ein bisschen Sorge, ja sag mal, klappt das überhaupt mit dem Antrag, mit diesem Passfoto? Passt das überhaupt auf die deutschen Maße, auf die deutschen Vorgaben oder wird mir dieses Foto abgelehnt? Und ich wollte jetzt wirklich nicht, dass an dem Foto der Antrag scheitert und dann habe ich erstmal ein bisschen recherchiert. So Leute, wir sehen jetzt hier, das ist die Fotomustertafel, das ist eine PDF, die auf der Homepage der deutschen Botschaft ist. Und hier sind jetzt eben die Vorgaben, ne, wie so ein Passbild aussehen muss. Ne, ihr seht, hier ist jetzt erstmal so ein Musterfoto und da sind auch die Maße und da ist auch hier minimale Gesichtshöhe, maximale Gesichtshöhe und dann habt ihr hier ganz viele Beispiele und Aspekte. Ne? Das Gesicht muss halt so und so abgebildet sein, muss natürlich gut abgelichtet sein, denn nicht irgendwie zu hell, gut Kontrast muss am Start sein, kein blöder Schatten, kein blöder Hintergrund, Qualität muss stimmen, dann auch hier den Kopf nicht irgendwie geneigt, ne? Nicht zu viel lachen, ne? Wir müssen schön ernst bleiben, wir sind ja nicht zum Spaß hier, dann auch keine Haare im Gesicht, keine Spiegelung in den Brillen, Gläsern und auch keine Kopfbedeckung, die das Gesicht verdeckt. Okay, soweit erstmal so gut. Warum wurde ich denn jetzt ein bisschen paranoid wegen dem Foto? Wenn wir uns das hier nochmal genau angucken, dann sehen wir zum einen, ich hoffe man kann es erkennen, ist es relativ hell abgelichtet, also mein Gesicht ist relativ hell abgelichtet, was zwar irgendwie ganz hübsch aussieht, aber dann fehlt halt auch so ein bisschen Kontrast. Und da war zum einen meine Sorge, ist das überhaupt irgendwie kontrastreich genug oder ist es irgendwie zu hell, zu überbelichtet schon fast quasi. Und zum anderen, ihr seht auch, dass relativ viel Freiraum um meinen Kopf drumherum ist, ne? Also quasi mein Kopf ist relativ klein im gesamten Rahmen sozusagen abgebildet und da ist relativ viel Freiraum drumherum, ne? Und im Vergleich zum Foto ist der Kopf ein bisschen kleiner. Und wenn wir das halt vergleichen hier mit dem Musterfoto und auch hier mit den minimalen Gesichtshöhen, Maßen, Angaben und so weiter, da habe ich mir halt so gedacht, ist mein Kopf da nicht einfach zu klein abgebildet? Reicht das denn, ne? Und ich hatte es auch mal verglichen mit meinem alten Reisepass. Auch da ist der Kopf deutlich größer abgebildet im Foto und weniger Rand drumherum, sodass da erstmal die Sorge war, okay, passt das überhaupt mit dem Foto? Und da wurde ich jetzt an dieser Stelle so ein bisschen neugierig und habe mal ein bisschen recherchiert, ne? Warum ist hier das Foto quasi anders abgebildet bei mir, als es der deutsche Reisepass erfordert? Und Johannes meinte ja auch, der Fotograf um die Ecke der deutschen Botschaft, der kennt sich aus mit den deutschen Maßen. Das heißt, da muss es anscheinend irgendwelche Unterschiede geben zum japanischen Pass. Deswegen gucken wir uns jetzt mal hier das japanische Pendant an. Auch hier in Japan haben sie von einem Ministerium hier diese PDF mit den Vorgaben, wie denn ein Foto aussehen muss für einen japanischen Pass. Und ihr seht hier, ne, das ist die erste Seite hier, das ist einfach erstmal relativ Standard. Na, auch hier habt ihr die Maße, das ist auch 45x35 mm, aber hier seht ihr schon, dass da im Vergleich zum deutschen Pass mehr Freiraum um den Kopf drumherum ist. Ne? Da kommt es halt erstmal her, dass mein Kopf ein bisschen kleiner abgebildet ist, quasi im Vergleich zur Bildgröße. Ne, das ist einfach in Japan so üblich, dass da so ein bisschen Freiraum um den Kopf drumherum ist. Ne, wenn wir da ein bisschen weiter runterschauen, das ist erstmal so Standard, ne, ganz normal. Das Gesicht darf halt irgendwie nicht verdeckt sein, man soll es nicht zur Seite geneigt haben, nicht zu viel grinsen. Man braucht gut Kontrast und keinen störenden Hintergrund und so weiter und so fort. Und Leute, wenn wir jetzt auf die zweite Seite gehen, da wird es echt lustig. Guckt euch das an. Hier
bitte keine farblichen Kontaktlinsen. Und das ist halt auch so ein Ding in Japan, gerade Damen machen das mal gerne, dass sie sich farbliche Kontaktlinsen einsetzen, damit sie irgendwie ein bisschen mehr halt Farbe in den Augen haben. Die meisten Japaner haben ja braune, dunkle Augen und da ist dann aber manchmal hier vor allem bei Damen der Fall, die denken sich auch ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen drin ist halt auch geil, mache ich mir eine farbliche Kontaktlinse rein. Das sollte man aber nicht beim Passbild drin haben, das ist ja extra vermerkt. Okay, dann hier nebendran ist auch wieder normal mit Brille und Schatten und weiß der Geier. Aber Leute, wenn wir jetzt hier weiter runter gucken, guckt euch das an. Man darf halt auch kein Passbild einreichen mit diesen Purikura-Gesichtsfiltern drauf. Ne? Guckt euch hier die Augen an, einfach mal so fette Augen. Das geht halt nicht. Und was man in Japan oder in Asien auch ganz gerne macht, ist dieses Gesicht verengen sozusagen, dass das Gesicht so ein bisschen schmaler gemacht wird, ne? Damit das Gesicht nicht irgendwie zu breit dargestellt wird. Ne? Ist anscheinend auch so ein Ding, da haut man gerne mal so einen Filter drauf. Das heißt, das darf man aber natürlich für ein Passbild nicht machen, dass man irgendwie Purikura-mäßig da die Augen groß macht, das Gesicht schmal macht. Also bitte keine gesichtsverändernden Filter drauf. Das fand ich mega lustig, dass da hier dieses Beispiel ist. Ne? Der Rest ist auch wieder Standard. Fotoqualität muss halt stimmen und es muss scharf sein. Aber dieser Unterschied einfach, ne? Keine Farbkontaktlinsen und keine Purikura-Filter, bitte. Das fand ich einfach mega gut. Wir haben jetzt also gelernt, es gibt Unterschiede, wie Passbilder in Deutschland und in Japan geschossen werden. Na, und ich jetzt mit meiner Paranoia, ich wollte halt, dass am 20.04. nichts schief geht, habe ich gedacht, okay, hier Senpai, du gehst auf Nummer sicher, du gehst jetzt nochmal zum Fotografen um die Ecke der Botschaft und lässt da nochmal ein richtig gescheites Foto anfertigen, dass da auch alles sitzt und wasserdicht ist, ne? Und dann bin ich also hin und habe eben dieses neue Foto hier schießen lassen. Und ihr seht jetzt auch möglicherweise hier im Vergleich, ich hoffe, wieder mal ganz erkennen, das hier ist das neue Foto und ihr seht, der Kopf ist im Bild ein bisschen größer als das alte Foto und ihr habt auch zum Beispiel hier den grauen Hintergrund, den konnte ich beim japanischen Fotografen gar nicht auswählen, aber der zweite Fotograf, der den deutschen Pass eben kennt, der hat mich auch einen grauen Hintergrund auswählen lassen, so wie es eben sinnvoll ist für einen deutschen Pass. So, mit diesem neuen Passbild und meinen ganzen Dokumenten und dem ganzen Kladderadatsch bin ich dann also am 20.04. endlich zur Botschaft marschiert und habe den neuen Pass beantragt und es ging alles durch, alle Dokumente haben gestimmt, das Foto hat gestimmt, super, hat richtig gepasst. Ich habe mich dann bei der Dame auch nochmal bedankt, dass sie mir einen früheren Termin noch im April geben konnten, das hat mir nämlich sehr geholfen, das fand ich sehr nett, wollte ich einfach mal Danke sagen. Und dann hat mich einfach persönlich natürlich interessiert, hätte ich dieses ganze Drama mit dem Passbild überhaupt machen müssen? Wäre das alte Passbild auch gegangen oder war es doch eine gute Idee, dass ich das neue Passbild gemacht habe? Ich habe also der Dame die gleiche Geschichte nochmal erzählt, dass ich da auf Nummer sicher gehen wollte und habe ihr das alte Passbild gezeigt. Das hier, was ich zuerst geschossen hatte. Und habe sie halt gefragt, ob es mit dem Passbild auch gegangen wäre oder ob es wie gesagt sinnvoll war, dass ich das neue nochmal habe schießen lassen. Und sie meinte, sie kann mir das jetzt nicht abschließend bestätigen, weil sie letztendlich das Foto ins System speisen und dann quasi der Computer, das System, entscheidet, ob das Foto die Anforderungen erfüllt oder ob das Foto nicht passt. Das entscheidet der Computer. Aber sie hat so drüber geschaut und hat gemeint, ja doch, das hätte passen können. Wäre wahrscheinlich gegangen. Das heißt, auch ich kann es natürlich jetzt hier nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es wäre wahrscheinlich gegangen, aber sie meinte, das neue Foto, was ich jetzt letztendlich eingereicht habe, das passt auf jeden Fall. Das ist kein Problem. So Leute, wir haben jetzt also zwei Sachen gelernt. Ne? Zum einen, es gibt leichte Unterschiede so in den Maßen, in den Anforderungen beim Passbild zwischen deutschen und japanischen Pässen. Und Nummer zwei, ich war jetzt ein bisschen paranoider, als ich hätte sein müssen. Ach genau, und sie meinte nämlich auch noch zu mir, selbst wenn das mit dem Foto nicht gepasst hätte, hätte sie mich wahrscheinlich auf der Stelle nochmal zum Fotografen geschickt und ich hätte auf der Stelle nochmal ein neues Passfoto machen lassen können. Das heißt, es wäre dann wahrscheinlich nicht am Foto gescheitert und ich hätte auch nicht erst wieder einen Monat warten müssen und so weiter. Das heißt, ne, ganz so schlimm wäre es nicht gekommen. Ich habe mir da mehr Kopf gemacht als nötig. Aber ne, wie gesagt, ne, ihr habt das Drama jetzt gehört mit dem Termin. Ich wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Ach so, ganz zum Schluss noch, falls es euch interessiert, zu den Kosten. Das Passfoto, was ich jetzt geschossen habe, das neue, das hat so um die 20 Euro gekostet. Ich glaube, ein bisschen weniger nach dem aktuellen Kurs. Und der Reisepass, ich habe ihn mit Expressantrag beantragt, hat um die 113 Euro gekostet, dann auch irgendwie 15.000 Yen, glaube ich, umgerechnet. Das heißt, ihr könnt jetzt ausrechnen, ich bin mal locker bei 130 Euro und da sind jetzt noch nicht die Kosten drin für das erste Passbild, die ja eigentlich jetzt ein bisschen umsonst waren. Anyway, wisst ihr Bescheid. So Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Ihr kennt das übliche Spiel, liken, abonnieren, Twitter, Instagram. Peace. We'll be right back.